Im Dreieck springen kennt jeder. In stressigen Situationen fällt oftmals der Spruch, oh, ich springe im Dreieck. Aber im Dreieck atmen? Die geometrischen Atemübungen geben uns eine hervorragende Möglichkeit, uns an der Form zu orientieren. Die Form gibt uns sozusagen den Weg der Atmung und dient als Hilfsmittel, um uns richtig zu erden, zu setten und uns ganz zu fokussieren auf eine Atmung, die uns maximal entspannt. Geometrische Atemformen macht man nicht nur kurzfristig. Geometrische Atemformen muss man ein paar Minuten ausführen, um dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Heute würde ich gerne mit dir im Dreieck atmen. Das heißt, wir haben drei gleiche Seiten, dementsprechend auch gleiche Atemlängen. Sozusagen die Einatemphase ist gleich der Ausatemphase und dann halten wir kurz gleichmäßig lang auch die Atmung an. Die Dreiecksatmung ist eine hervorragende Atmung, um uns dem natürlichen Atemrhythmus wieder anzupassen. Wir entscheiden, wie lange wir ein- und ausatmen und auch den Atem anhalten. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist dabei nur, dass die drei Zeiteinheiten gleich lang sind. Du bist der Entscheider und das ist auch gut, weil du agierst und reagierst nicht auf die Welt von außen. Du bist derjenige, der sagt, ich halte jetzt 3 Sekunden die Luft an, ich atme 3 Sekunden ein. Ich atme 3 Sekunden aus. Es kann auch 4, 5, 6 oder 7 sein. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, was du gerade fühlst oder wie es dir gerade geht. Wichtig dabei ist, wie immer, dass du dich aufrecht und gerade hinsetzt, ob auf dem Stuhl, auf der Couch, auf der Bettkante oder auch so wie ich auf dem Boden. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein, Kopf ist gerade und die Wirbelsäule ist aufrecht. Handflächen nach oben nehmen, Augen schließen, das hilft immer, um einfach sich von der Umwelt zu verabschieden und nach innen zu kehren. Und dann ganz mit der Atmung da sein und bis 3 zählen oder bis 4 zählen, das ist ganz dir überlassen. Wir fangen mit einer Einatmung an, am Anfang zähle ich und irgendwann höre ich auf zu sprechen und du atmest einfach noch ein paar Minütchen weiter. 4 Minütchen atmen, das ist schon ganz wichtig. Danach kannst du natürlich aus der Atmung aussteigen und wieder in deine normale Atmung übergehen. Aber gib dem System ein bisschen Zeit, gib dir ein bisschen Zeit, um dich tatsächlich echt zu entstressen. Weil wie lang ist eine Investition von 4 Minuten? Das macht gar nichts, ist schön und danach wirst du viel, viel mehr Energie haben und das, was noch ansteht, zu bewältigen. Also, gerade hinsetzen, Hände mit den Handflächen nach oben ablegen, die Augen schließen und einatmen. 2, 3, ausatmen, 2, 3, nicht mehr atmen, 2, 3, einatmen, 1, 2, 3, ausatmen, 1, 2, 3, nicht mehr atmen, 1, 2, 3, einatmen, 1, 2, 3, ausatmen, 1, 2, 3, nicht mehr atmen, 1, 2, 3. Und jetzt darfst du gerne alleine weiteratmen und im Stillen weiter für dich zählen. Und dann darfst du ganz langsam wieder die Augen öffnen, komm wieder zurück und ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein wenig entspannt. Bei der Dreiecksatmung, die einer natürlichen Atmung sehr ähnlich ist, ist es ganz wichtig, dass wir die Pause betonen.
Immer dann, wenn wir einatmen, können wir sofort ausatmen, aber wir atmen meistens nicht sofort wieder ein. Diese Pause ist natürlich. Und da wir in diesem natürlichen Rhythmus atmen, werden wir auch wieder entspannter. Der Körper kennt das, das Gehirn kennt diese Atmung, denn die ist von Natur gegeben. Immer dann, wenn wir einatmen, ausatmen, die Atmung anhalten, dann fühlt der Körper sich wohl. Das ist das, was er kennt. Und das, was er kennt, beruhigt ihn. Wenn du noch mehr mit mir atmen möchtest, schau dir einfach das nächste Video an. Da gibt es noch spannende weitere Atemübungen.